Jeder kennt das Problem. Man fährt ein E-Auto, man muss Stranken fahren, weil der Akku langsam leer wird. Man findet eine Ladesäule, die sogar funktioniert, selten genug. Und dann kommt im Endeffekt die große Frage: Mit was tanke ich? Ja, mit Strom würde ich das sagen, ja, das ist richtig. Aber wie will ich das abrechnen? Das ist die Frage der großen Fragen. Und ich probiere jetzt heute mal was aus. Und zwar, ein alter Mann muss aussteigen, das ist gar nicht so einfach. Ja, das macht er, wenn der Schlüssel nicht am Mann ist. Peace, hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem Knoll. Ich hoffe, das funktioniert mit dem Mikrofon, sonst drehe ich echt durch und kriege einen Schreikrampf. Ja, viele von euch wissen, dass es sehr viele verschiedene Ladetarife gibt. Und auch die Nicht-E-Autofahrer haben das mittlerweile ja schon mitgekriegt, dass das ein heilloses Durcheinander ist. Mit was tanke ich denn? Es ist nicht so einfach wie an der Tankstelle ranfahren, hier Rüssel rein, volltanken, reingehen, mit der EC-Karte zahlen oder Bar oder Scheck, je nachdem, oder Scheckkarte oder mit einem netten Lächeln. Und dann wieder nach Hause gehen oder weiterfahren. Nein, es ist nicht. Bei der E-Mobilität ist alles anders, viel komplizierter. Und da sind die Ladetarife, die es momentan gibt, oder eigentlich schon immer irgendwie gibt, schon sehr hinderlich. Und das Problem ist, dass es in den letzten paar Jahren nicht deutlich besser geworden ist. Im Gegenteil. Ich bin eigentlich ein Maingau-Lader, das heißt, ich habe eine Karte von Maingau bzw. ein Ladedingens von Maingau, so ein da, ja. Und den hält man hin, wunderbar. Jetzt hat Maingau allerdings die Preise erhöht. Und zwar irgendwie nicht für jeden gleich, sondern da hat jeder irgendwie einen anderen Tarif gekriegt. Ganz, ganz seltsam. Ich habe keine Mail bekommen, dass es eine Tariferhöhung gegeben hat. Ich habe nochmal nachgeguckt. Das heißt, ich weiß jetzt gar nicht, welche Tarife für mich momentan gelten. Und das war mir zu blöd. Und jetzt habe ich mich nach einer anderen Möglichkeit umgeguckt und habe Folgendes gefunden. Und zwar NBW. Moment, ich tue mal hier bloß mal kurz rumknietzen, dass ihr das seht. Hier NBW, Schnelllader bei uns am... Ja, an der Oberpfalzalb, das ist gleich, keine Ahnung, ein Katzenwurf weg, da wohne ich schon, das heißt, das probiere ich jetzt mal aus. Und bei NBW gibt es ein Spezialangebot. Erst einmal gibt es ein Spezialangebot für Hyundai Kona-Fahrer. Ich hoffe, es stellt sich scharf. Scharf stellen. Mäh, scharf. Ja, gut. Also für Hyundai-Fahrer. Die haben ja, NBW hat ja so eine Kooperation mit verschiedenen Autoherstellern gemacht. Ich glaube, VW, BMW, Mercedes ist dabei und eben auch Hyundai, was ganz komisch ist. Und die sagen, es gibt zwei Tarife. Ein Tarif ist 29 Cent für AC-Laden und 39 Cent für DC-Laden. Und zwar egal, wie schnell. Da wird kilowattstundenmäßig abgerechnet und 39 Cent für DC finde ich jetzt nicht einmal schlecht. Wenn man weiß, was Maingau oder was andere Hersteller alles so veranschlagen jetzt pro Kilowattstunde, gilt aber bloß für Leute, die einen Hyundai fahren. Ich fahre kein Hyundai, ich fahre einen Kia. Das Auto ist das von meiner Frau, das heißt, sie dürfte mit dieser Karte laden. Ich will mal ausprobieren, ob das rein theoretisch auch mit einem Kia geht, weil du musst bei Hyundai, du bekommst ein E-Mail von Hyundai, wenn du einen Kona hast, Kona EV, und dann kannst du den beantragen, dann musst du deine Fahrgestellnummer angeben und erst dann kriegst du so ein Ding zugeschickt. Ich weiß bloß nicht, ob die NBW Mobility Plus
Karte und die App, die man da, dazu braucht. Und die Ladesäule mit dem Auto so kommuniziert, dass die, die Fahrgestellnummer weitergibt und dementsprechend auch dann erst freigibt. Müsste ich mal ausprobieren. Schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr es mal probieren wollt. Ob das überhaupt funktioniert. Weil wenn es die, die Fahrgestellnummer abfragt, dann dürft ihr rein theoretisch kein anderes Auto laden dürfen. Gleichzeitig gibt es einen anderen Partner von NBW, die mit ins Boot geholt haben, und das ist ADAC. Das heißt, wenn du ADAC-Mitglied bist, kannst du auch mit dem ADAC laden oder mit der Karte vom ADAC laden, und da kostet es auch 29-39 Cent pro Kilowattstunde. Interessant ist, es gibt eine monatliche Pauschale. Die monatliche Pauschale beträgt von Hyundai oder über diese Hyundai-Card 4,99 Euro. Ja, das ist viel und würden wir auch nicht machen. Allerdings ist bei Hyundai, wenn man die Hyundai-Karte hat und man meldet sich an, erst einmal 5 Jahre frei. Das heißt, man braucht 5 Jahre keine Grundgebühr zahlen monatlich und ist somit befreit, diese 5 Euro im Monat zu zahlen. Was gut ist, weil wir wissen jetzt zum Beispiel nicht, was wir in 4 Jahren noch für Auto fahren. Weil wenn wir dann keinen Hyundai mehr haben, dann dürften wir rein theoretisch die Karte auch nicht benutzen, und dann bräuchte ich auch keine Grundgebühr mehr zahlen. Die muss man dann wirklich kündigen. Das geht in der App hier kündigen und dann ist man wieder raus aus der ganzen Sache. Bei ADAC schaut es ein bisschen anders aus, weil bei der ADAC ist es so, dass überhaupt keine monatlichen Beiträge anfallen. Außer die fürs ADAC, die man ja sowieso schon hat. Ich fahre alte Motorräder, deswegen habe ich den ADAC. Vom Auto her ist mir wurscht, aber ich habe alte Motorräder, die hin und wieder mal liegen bleiben, wenn es blöd geht. Und dementsprechend bin ich halt Kunde. Könnt ihr jetzt drüber schimpfen oder nicht, das ist egal. Da gibt es keine monatliche Grundgebühr und da steht auch nicht drauf, dass es später mal eine gibt. Das Problem ist, die haben jetzt diese 39 Cent, jetzt sind es ein bisschen weniger, ich glaube 38, noch ein bisschen was, irgendwie, wie ich hatte ja 16% Mehrwertsteuer, aber dann wären es 39 Cent. Und die haben den Preis jetzt festgelegt. Wie lange der Preis bleibt, das weiß man nicht. Also ich habe schon ein bisschen die Hoffnung, dass der Preis ein bisschen länger bleibt, weil ja mit Hyundai und ADAC größere Firmen dahinter stehen, die das eventuell ein bisschen sponsern können und ein bisschen, ja, so darauf hinarbeiten können, dass diese Preise von 39 Cent für DC-Laden auch ein bisschen länger halten werden. Dass es irgendwann einmal erhöhen, ist klar. Innerhalb von denen 5 Jahre bestimmt, da bin ich mir sicher. Vielleicht nächstes Jahr noch den gleichen Preis, vielleicht übernächstes Jahr, man weiß es nicht. Aber meine Hoffnung ist, dass ein großer Partner, der da dahinter steht, das ein bisschen forciert und vielleicht ein bisschen auffängt, weil auch NBW wird wahrscheinlich keine 39 Cent dafür verlangen können. Die werden da schon ein bisschen mehr verlangen müssen. Schön ist auch, dass ein paar Karten dabei sind, die kann man dann ja, den Autos, quasi auch E-Autos, ein bisschen so an die Scheibe pappen. Wenn zum Beispiel ein Verbrenner draufsteht, kann man dann zum Beispiel, hey, hier ist nur mit Stecker. Oder mein Akku ist leer, mein Ladeplatz leider voll. Oder wer hier nicht lädt, der hier nicht steht. Das sind schöne, schöne Sprüche. Noch schöner finde ich die von ADAC. Da haben sie zum Beispiel Karten dabei, wie zum Beispiel da steht, dieser Parkplatz gefällt Ihnen, höchste Zeit für ein E-Auto. Oder, der ist auch nicht schlecht, ich bin ganz schön geladen und das mit leerer Batterie. Ja. Ist kommunikativ wahrscheinlich nicht besonders gut, aber das ist jetzt der beste Spruch. Ob das Auto richtig steht, hört man, wenn der Motor geht. Auch nicht schlecht. Die kriegt man mit dazu, kann man, sollte mal besetzt sein, drauf aufs Auto, auf die Windschutzscheibe draufladen. Wobei, dafür sind sie mir eigentlich zu schade. Ja, ich habe es noch nicht mal probiert. Ich werde es jetzt mal mit der Kia-Karte probieren. Ihr seid live dabei, ob es überhaupt funktioniert oder ob ich mich noobig anstelle, wie sonst auch immer. Tja, jetzt muss ich bloß wieder verladen und dann kommt ihr einfach mit.
So, jetzt probieren wir es mal aus, ob das auch so funktioniert. So, wir werden jetzt erst einmal den Deckel öffnen, der nicht geht, weil, ach Gott, das Auto noch an ist. Dann muss man erst einmal wieder zusperren und wieder aufsperren, sonst geht nämlich das nicht. Das haben sie sich ein bisschen blöd einfallen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen, das gefällt mir gar nicht. Dann machen wir hier mal diese zwei Ploppel weg, weil die braucht man jetzt erst einmal nicht beim Laden. Die würden auch stören. Okay, dann nehmen wir mal den. Ich hoffe, dass ich nah genug hingefahren bin. Ich Noob würde jetzt hier mal den Stecker stecken. Und jetzt schauen wir mal, was er tut. Oh, bis 300 Kilowatt, bitte. Okay, dann machen wir mal die Ladekarte hin. Ladestecker auswählen. Anstecken. Oh, jetzt hört man hochfahren. Huhuhu, den Burschen. 56% Ladezustand. Noch nichts geladen. Jetzt klickt er. Da sieht man den Ladestrom. Ladeleistung geht jetzt hoch. Ich glaube, der kann so um die 70, glaube ich, oder 75 Kilowatt. Aber der ist ziemlich voll, über 50%. Dann ist er noch ziemlich kalt. Also höher wie 40 geht er jetzt scheinbar nicht. Ist aber auch nicht so schlimm. Jetzt kommt er ein bisschen. Vielleicht braucht er ein wenig. Jetzt lasse ich den mal ein wenig drauf. Ich werde mal so 10 Kilowattstunden laden. Und dann schauen wir uns das Ergebnis an. Also da steht 36 Strich, wahrscheinlich Minuten bis 80%. Das ist schon sehr lang. Aber ja, der Akku ist natürlich jetzt auch nicht, Moment mal, Sonne, besser. Der Akku ist natürlich jetzt auch nicht, hat auch keine gute Temperatur. Ich habe den jetzt, bin da diese, keine Ahnung, 2 Kilometer rausgefahren im Schneckentempo und dementsprechend ist er recht kühl. Das heißt, wenn er wärmer wäre, ich glaube, es hat so um die 10 Grad, wenn er wärmer wäre, würde er auch schneller laden. Also das heißt, es funktioniert schon mal mit der Karte. Hyundai hat mit NBW jetzt erstmal alles richtig gemacht. Ob diese Karte dann auch bei Kia funktioniert, das probiere ich aus. Ich weiß gar nicht, ob ich das darf, aber das probiere ich dann nochmal aus. Dann habe ich halt einfach die falsche Karte genommen. Ich habe ja eine ADAC-Karte auch noch und die würde ich dann für mein Kia nehmen. Und dann schauen wir mal, was NBW sagt, wenn ich mit einem anderen Auto da stehe. Aber das kommt in einem anderen Video, das probiere ich mal aus. Wenn ihr es überhaupt wollt, schreibt es in die Kommentare. Und dann kommt ein Nachfolgevideo mit meinem Auto. Vielleicht sogar noch diese Woche, weil ich ja von der Arbeit heimfahre und das ja dann machen kann. Würde ich mal sagen. Also, danke fürs Zuschauen. Einen schönen Sonntag. Auch wenn das Video rauskommt, dann ist es vielleicht nicht mehr Sonntag. Ich weiß es noch nicht. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Peace sagt locker. Euer Focker.